Salve! Das hier ist das dritte und das letzte Video der Videotrilogie. Heute geht es um das ganze Drumherum des Leseerlebnisses und ich bespreche mit euch, wie ich mir Bücher aussuche, wo ich lese, wenn ich lese, wie viel ich gleichzeitig lese und all möglicher anderer Kram, der mir dazu einfällt. Viel Spaß! Im ersten Video ging es um mein Lesezubehör, im zweiten Video habe ich euch mehr oder weniger meine Markiermethoden vorgestellt und heute geht es um Lesegewohnheiten. Eine Gewohnheit ist eine unter gleichartigen Bedingungen entwickelte Reaktionsweise. Das ist eigentlich die Definition einer Gewohnheit. Das bedeutet, alles, was ich euch erzähle, betrifft den idealen Lesetag, den ich leider viel zu selten habe, wie ihr wahrscheinlich auch. Aber im Idealfall würde ich ihn eben genauso gestalten, wie ich es euch jetzt erzähle. Wahrscheinlich mag der ein oder andere denken, was mag jetzt schon an einer Lesegewohnheit so besonders sein? Ich setze mich hin und lese ein Buch. Natürlich, wenn man es runterbricht, sind das die grundlegenden Elemente, aber es fängt schon an. Beim Sitzen. Nicht jeder liest im Sitzen. Und ja, aber ich fange einfach mal von vorne an und erzähle euch, wie ich mir meine Buchinspiration hole. Meine Buchinspiration hole ich am allerwenigsten durch Algorithmen oder Buchvorschläge, durch die Webseiten, die sich dem Verkauf gewidmet haben. Ich habe den Eindruck, die verstehen mich irgendwie nicht richtig. Ich hole mir meine Ideen ausschließlich aus meiner Community. Das heißt über andere Buchblogger, deren Rezensionen ich lese und deren Geschmack ich teile. Aber am allermeisten durch den privaten und öffentlichen Austausch mit euch. Da habe ich bisher wirklich die meisten Inspirationen bekommen, weil ihr mich gut kennt und mich aus einem bestimmten Grund abonniert habt, denn wir lieben dieselbe Art von Geschichten. Falls das Buch schon so alt ist, dass ich es nicht als digitale Leseprobe runterladen kann, packe ich es mir direkt in den Warenkorb, als gebrauchtes Buch natürlich, damit ich es einfach nicht vergesse. Und da wir gerade beim Thema sind, ich bevorzuge tatsächlich auch gebrauchte Bücher vor neuen. Ich mag das sogar, wenn sie ein bisschen benutzt aussehen. Ich mag das, wenn Markierungen darin sind. Ich mag das sogar, wenn sie schon ein wenig gelb sind. Dinge, die ich nicht mag, sind Geruch oder scharfe Knicke im Buchrücken. Aber alles andere, finde ich, wirkt sich nur auf den Charme des Buches aus. Sobald es aber eine Leseprobe gibt, lade ich die mir auf meinen E-Reader. Der umfasst mittlerweile ungefähr 200 Leseproben. Die sammeln sich natürlich an wie Staub auf Dekoration. Und ich sortiere da tatsächlich auch immer mal wieder aus. Aber ich versuche, viele, viele anzulesen, genauso wie anzuhören. Das spart nämlich wirklich viel Zeit. Ich bin nämlich mittlerweile auch bei BookBeat gelandet, denn Hörprobe von 5 Minuten, die ist mir generell viel zu kurz. Bei BookBeat habe ich eine Flatrate und ich kann jedes Buch beliebig lange anhören, bis ich mir auch wirklich sicher bin, ob ich das Buch wirklich lesen will oder eben nicht. Die Auswahl bei BookBeat, die hat mich am Anfang ein bisschen gehemmt, dort ein Abo zu machen, aber mittlerweile kann man sagen, dass die Auswahl enorm groß ist. Ich habe wenig Zeit und ich mag es sehr, sehr gerne unkompliziert und deswegen finde ich es gut, dass man einfach mit der BookBeat-App auf dem Handy hören kann. Man kann sich die also downloaden, wenn man unterwegs ist oder eben zu Hause per WLAN hören, das ist ganz egal. Ich schätze dabei sehr, dass ich den Player auch stufenlos verstellen kann. Ich höre tatsächlich die Hörbücher etwas schneller. Ich bin ein sehr geübter Hörbuchhörer und deswegen stelle ich das tatsächlich je nach Sprecher oder Sprecherin manchmal auf die doppelte Geschwindigkeit und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, sonst würde ich es auch nicht machen. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass man Lesezeichen und Notizen machen kann, weil ich mir zu jedem Hörbuch, was ich auch wirklich durchhören will oder eben auch im Wechsel mit dem Buch lese, immer auch das Printbuch da habe und wenn ich gerade nicht darauf zugreifen kann und mir meine so wichtigen Markierungen machen kann, ja, kann ich das eben schnell in der BookBeat-App machen und auch mit einer kleinen Notiz versehen. Das finde ich auch super praktisch. Einfach, damit ich die Stellen ja im Buch wiederfinden kann. Es lohnt sich natürlich nicht für jeden die komplette Flatrate, aber mittlerweile gibt es wirklich 3 verschiedene sehr gute Modelle. Für 9,99 € bekommt man sogar schon 25 Hörstunden. Und 25 Hörstunden, das können auch schon 3 bis 5 kurze Hörbücher sein. Für 14,99 € bekommt man schon satte 100 Hörstunden. Ich erinnere mich, mein längstes Hörbuch war Outlander Teil 5. Das hatte 69 Hörstunden und die habe ich noch nicht mal in einem Monat fertig bekommen. Für 19,99 € hat man aber die komplette Flatrate. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und es gibt die Möglichkeit, das auszutesten. Ich habe euch einen Link in die Infobox gemacht. Dort könnt ihr anstatt 14 Tage sogar 30 Tage den Premium-Tarif testen. Oder wenn ihr nicht über den Link einsteigen wollt, es gibt auch den Code WILLJA. Einfach eingeben auf der Webseite. Dann könnt ihr das ebenfalls 30 anstatt 14 Tage testen. Das heißt, ihr könnt grenzenlos einen Monat lang euch komplett austoben und so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Kurze, lange, mittellange. Ihr könnt euch Leseproben dort anhören, so viele ihr möchtet und entscheiden, ob ihr das Buch lesen möchtet oder nicht, so wie ich das eben mache. Und ja,
Deswegen habe ich euch den Code in die Infobox gepackt. Und wenn ihr den Monat testet, könnt ihr sogar auf der Webseite schauen, wie viel ihr tatsächlich verbraucht habt. Danach könnt ihr dann euren Tarif anpassen. Und wenn ihr das vielleicht auch erstmal euch überlegen wollt, könnt ihr das Ganze auch pausieren. Das Schöne daran ist, eure ganzen Lesezeichen bleiben euch ebenfalls enthalten. Ihr könnt jederzeit wieder einsteigen. Sobald ich also meine Hände brauche, höre ich Hörbuch. Wie ihr wisst, ich habe 2 Kinder und einen Mann, auch noch 2 Jungs, die kommen grundsätzlich mit dreckigen Hosen nach Hause. Das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie groß meine Wäscheberge sind. Ich poste auf Instagram manchmal, wie ich mich über meine Wäschekörbe freue und tatsächlich schmilzen dabei mir die Hörbücher weg. Seitdem ich Hörbuch höre, finde ich es gar nicht mehr so schlimm, Wäsche zusammenzulegen, weil ich eben in meine Geschichten dabei abtauchen kann. Genauso ist das, wenn ich das Haus putze oder die Spülmaschine ausräume oder meiner Familie etwas koche, wenn mein Typ denn nicht verlangt wird. Ich höre ständig und immer Hörbuch und ich kommuniziere das aber in meinen Lesemonaten nicht wirklich, weil ich schon oft gehört habe, dass es da immer eine Diskussion darum gibt. Ich hatte auch schon blöde Kommentare, weil das Hörbuchhören anscheinend einigen Leuten nicht gleichwertig genug ist zum Lesen und manche Menschen akzeptieren es nur, wenn man genug Zeit in Bücher investiert und am besten wirklich noch sehr stark leitet, damit man das wirklich als gelesen verbuchen kann. Aber auf diesem Kanal geht es natürlich nur darum, ob ich mich mit einem Text befasst habe und auseinandergesetzt habe, ob ich mir ein Urteil für euch darüber bilden kann, ob ich euch das Buch im Endeffekt empfehlen kann oder nicht. Und deswegen ja, lasse ich es bewusst weg, falls ihr euch wundert, dass ich noch nie großartig darüber gesprochen habe. Sobald ich mich für ein Buch entschieden habe, wandert das ebenfalls in den Warenkorb. Wenn ich circa 6 Bücher zusammen habe, drücke ich auf Bestellen und ich freue mich auf dieses Paket jedes Mal sowas von wie ein Kind auf Weihnachten. Das ist für mich auf jeden Fall die beste Methode, mir Bücher auszusuchen. Ich gehe sehr ungern in den Buchladen und kaufe dort unbenutzte, teure Neuerscheinungen, von denen ich mir noch überhaupt kein Bild machen konnte. Und deswegen ist das jetzt die optimale Entwicklung für mich. In der Realität ist es natürlich anders. Natürlich gehe ich auch mal in die Stadt, in den Buchladen, kaufe mir da spontan ein Buch. Aber ich habe immer so ein ganz kleines, schlechtes Gewissen, wenn ich die Bücher vorher nicht angelesen habe, weil ich das schon so oft hatte, dass ich mich unheimlich auf ein Buch gefreut habe, diese vermeintliche Erwartungshaltung. Und dann war es eben doch nicht das, was ich erwartet habe, aber mit einer Leseprobe kann man sich eben ja schon ein sehr, sehr gutes Bild, wenn nicht ein komplettes, aber ein sehr, sehr gutes Bild von einem Buch machen. Und deswegen ist es für mich die beste Methode, Bücher auszusuchen. Ich wünsche mir schon seit so, so vielen Jahren so einen original englischen Lesesessel, um ihn als meinen festen Leseplatz zu benutzen. Mir fehlt aber im Moment ein geeigneter Ort im Haus dafür und deswegen hat sich das so eingebürgert, dass ich eigentlich überall lese. Wenn ich es schaffe und morgens eine Tasse Kaffee im Bett trinke, lese ich dort und sitze dort im Sitzen ein paar Seiten, weil ich im Liegen einfach irgendwie nicht lesen kann. Für mich hat sich da noch keine gute Technik ergeben. Und im Idealfall starte ich den Tag mit einer Tasse Kaffee und mit einem Buch. Nachmittags sitze ich manchmal in der Küche oder sogar auf der Couch. Es kann sogar sein, dass ich im Stehen lese. Und zwar habe ich so einen großen Schrank, der ist original aus dem Jahr 1890. Und dort hat man früher eben Besteck und Geschirr und sowas aufbewahrt. Wir nennen das Kredenz und die hat eben einfach die perfekte Höhe, um dort zu stehen, am Laptop was zu machen oder auch zu lesen. Das mache ich tatsächlich sehr oft, gerade wenn ich nur zwischendurch mal kurz Zeit habe. Eins bleibt bei den ganzen Sachen aber immer gleich. Ich setze mich jeden Abend auf meine Couch in dieselbe Ecke und lese, bis mir die Augen zufallen. Am nächsten Tag kann ich mich meistens an die letzten beiden Seiten überhaupt nicht erinnern, deswegen lese ich die noch mal und bin dabei auch völlig unabhängig, ob das mitten im Kapitel ist oder eben am Ende eines Kapitels, sobald mein System runterfährt, da schaffe ich es nicht, eine einzige Seite mehr zu lesen. Das ist bei mir wie so ein Shutdown, ja. Wenn ich 50 Seiten am Tag schaffe, dann ist das für mich ein gutes Pensum. Es variiert aber wirklich sehr, sehr stark. Wenn ich konzentriert und ausgeschlafen bin und mich wirklich auf den Text konzentriere, schaffe ich ungefähr 60 bis 80 Seiten in einer Stunde. Ich lese sehr, sehr selten im Marathon, also das heißt mehrere Stunden hintereinander. Das heißt, 200 Seiten hintereinander konzentriert lesen sind für mich ein echter Sprint und ich bin danach auch tatsächlich etwas ausgelaugt. Ich merke auch einfach nach einer Zeit, wie ich das nicht mehr richtig aufnehmen kann, was ich lese. Deswegen lese ich in vielen kleinen Etappen. Was ich aber in letzter Zeit mache, vor allem wenn mich ein Buch nicht sonderlich interessiert, ist das sogenannte Speed Reading. Da schaffe ich in einer Stunde 120 Seiten. Ich lese aber nur noch jedes dritte Wort. Da gibt es also spezielle Techniken. Wenn euch das interessiert, es gibt unzählige Videos auf YouTube. Ich suche mal eins raus für euch und packe euch das in die Infobox. Die absolute ideale Situation ist, wenn ich eine riesige Tasse Tee habe und mich gemütlich in einer Decke auf die Couch begebe.
Bei mir gibt es also beim Lesen Unmengen von Tee oder auch Kaffee, aber Essen während dem Lesen, das mache ich gar nicht, weil da habe ich nicht die Hände frei. Und was mir überhaupt nicht liegt beim Lesen, ist Multitasking. Ich merke, sobald ich an das Handy in die Hand nehme, bin ich immer wieder weg von der Geschichte. Der Fernseher läuft bei mir ungefähr einmal im Jahr, es sei denn, es kommt eine Dokumentation über Schottland, dann läuft er öfter. Das Einzige, was bei mir im Hintergrund läuft, ist Chill-Out-Musik und ich bevorzuge zwei spezielle YouTube-Kanäle. Die Kanäle sind einmal Blume, der heißt tatsächlich einfach wie das deutsche Wort Blume, und der andere ist der Chill-Out-Deer, der ist etwas schneller. Aber beides Richtung Chill-Out, Ambient in der Richtung. Ja, und das sind meine absoluten Favoriten, die über meine große Musikanlage laufen. Ich gehe eigentlich nur noch zum Einkaufen hinaus und lese ausschließlich zu Hause. Draußen lesen ist für mich, kommt nicht in Frage, da bin ich einfach zu sehr abgelenkt. Ich habe das schon tausendmal probiert, aber die ganzen Geräusche in der Umgebung, manchmal auch das Sonnenlicht oder solche Sachen, das liegt mir nicht. Deswegen, ich bin ein Mensch, der sehr viel zu Hause ist und ja, deswegen lese ich fast ausschließlich zu Hause. In der Regel lese ich zwei Bücher gleichzeitig, das heißt eins als Text und das andere als Hörbuch. Kann aber natürlich auch sein, dass ich mehrere Geschichten anfange, wenn mich die Bücher nicht richtig packen oder ich will irgendwie unbedingt gerade ein neues anfangen. Ich überspringe dabei sehr selten Passagen oder Seiten in Büchern. Wenn ich dazu Lust bekomme, ist es eigentlich schon ja, der Anfang vom Ende. Also ich bin, glaube ich, auch ein bisschen berühmt dafür, dass ich Bücher rigoros abbreche. Und sobald sich bei mir eben das Gefühl einschleicht, dass ich keine Lust habe, weiterzulesen, dauert es ungefähr noch 10 bis 20 Seiten, durch die ich mich durchquäle. Und dann ist bei mir der Ofen aus. Dann interessiert es mich einfach nicht mehr. Oder die Sprache gefällt mir nicht oder sonst etwas. Und dann breche ich ab. Ja, tatsächlich gab es jetzt nicht mehr Sachen, die mir noch eingefallen sind zum Thema Lesen. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren noch mehr Fragen stellen. Vielleicht habe ich mich an der einen oder anderen Stelle unklar ausgedrückt. Dann fragt mich bitte, wie ich das gemeint habe. Oder ihr könnt mir auch was zu euren speziellen Lesegewohnheiten sagen. Wenn ihr eine spezielle Technik habt, wie man gut im Liegen lesen kann, sagt es mir bitte. Ich würde gerne im Liegen lesen, obwohl ich wahrscheinlich noch schneller einschlafe, aber das ist völlig egal. Ich kriege das einfach nicht hin. Und bitte vergesst nicht den Code von BookBeat, 30 Tage Premium-Variante. Ihr könnt 30 Tage lang die komplette Flatrate testen, rauf und runter hören, bis der Handy-Akku alle ist und wieder vollgeladen und wieder alle. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Angebot, weil es normalerweise eben nur 14 Tage geht. Und ja, ich freue mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Lesezeit, ganz viel Lesekonsum und tolle Bücher und tolle Techniken, wie ihr das auch lest. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.